Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop, Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anders alles in westlichen Horoskopen. Lieber Amario, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. In diesem Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild ändert sich nichts. Ein Geburtshoroskop bleibt stehen und das bedeutet, so war die Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist, in diesem Ort, wo du geboren bist. Und das ist wie eine Momentaufnahme von diesem Sternenhimmel und das ist die Landkarte deiner Seele. Und dieses Bild, ein Geburtshoroskop, ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Es gibt 12 verschiedenen Lebensbereiche und die Lebensbereiche, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, das sind wichtig. Dort machst du wichtige Lebenserfahrungen. Einmal die Werte, Wertschätzung, Besitz, Finanzen. Dann Arbeit, Gesundheit. Dann Transformation. Dann die Berufung und deine Träume zum Leben, auch Freundschaften und befreit zu fühlen, wo karmische Themen hast bezüglich auf Liebe, Partnerschaft, dass du das genießen kannst, ohne Angst. Wie ich schon sagte, dieses Bild bleibt so, wie das ist, ein Geburtshoroskop bleibt. Was sich ändert, das ist dein Leben, dein Lebensschritte in 7 Jahren Periode. Alle 7 Jahren bewegen wir uns auf einen anderen Boden. Andere Themen sind wichtig. Wir machen andere Lebenserfahrungen. Du befindest dich gerade in Skorpion-Periode und das dauert noch 6 Jahre lang, dann übergehst in die Schütze-Periode. In diesem Skorpion-Periode befindest du dich in einer Art Wandlung, befreist du dich von Dingen, was dich belastet, und auch von Gefühlen wie Angst. Und das ist wie eine Art Veränderung, auch innerlich veränderst du, eine Wandlung, Erneuerung, eine Erneuerungsprozesse. Das bedeutet nicht unbedingt, dass dein Lebensumstände sich ändert, aber dein Inneren oder deine Lebenseinstellung wird sich in dieser Zeit verändern. Und du steigst wie Phönix aus die Asche. Nicht nur du bewegst dich im Leben und das Leben bewegt sich auch, eine ständige Veränderung, sondern Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich auch. Wobei in dieser Sonnenbewegung handelt sich gar nicht um die Bewegung der Sonne,
Grunde genommen bewegt sich unserem Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Sonne diese Bewegung macht. So sprechen wir auch. Aber Planeten bewegen sich. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Wo bewegen sich? Und die lösen etwas aus im Horoskop, weil die aktivieren Lebensbereiche und aktivieren Themen. Ich beginne mit dem langsamsten Planet und das ist die letzte unserem Sonnensystem, Pluto. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und bleibt auch ganzes Jahr im Schütze. Und hier in diesem Lebensbereich handelt sich um Reisen, Kontakte zum Ausland, Bildung oder ein Prüfstand im Leben, aber bedeutet auch Spiritualität. Pluto gibt die inneren Kraft, die Überzeugungskraft von etwas, aber belehrt auch, wie bleiben wir in diesem Kraft, wenn wir das gar nicht zulassen, dass jemand oder etwas diese Kraft raubt. Und mit diesem Kraft, mit dieser inneren Überzeugung machst du einen spirituellen Weg, Lebenserfahrungen, Erkenntnisse, nicht nur Richtung Spiritualität, sondern auch um Themen Religion. Wobei das Göttliche ist auch spirituell. Die nächste Planet ist Neptun. Neptun bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann und bleibt ganzes Jahr im Wassermann. Und bei Neptun gibt es Themen wie Träume. Gerade hier im 11. Lebensbereich, wo um die Hoffnungen und auch die Wünsche geht. Das ist eine Vision. Neptun ist dieses Bild, das Bildhafte, eine Vision zum Haben, was du erreichen möchtest im Leben. Neptun lässt uns auch inspirieren, das ist der Planet der Künstler. Natürlich kann auch bedeuten, dass du in dieser Zeit Freundschaften schließt mit Künstlern oder mit Menschen, die lassen dich inspirieren, aber bedeutet auch dein Traum, das zu verwirklichen und die Wassermann gibt dazu die Ideen, wie kannst du das alles verwirklichen. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Widder, bleibt auch ganzes Jahr im Widder nach indischen Berechnung. Und das sind Umbrüche und Veränderungen in dein Aussehen, Veränderungen an dein Auftreten, Veränderungen in dein Persönlichkeit. Saturn befindet sich auch im Schütze und belehrt. Natürlich kann das auch Einschränkungen sein, gerade wenn das um die Prüfungen des Lebens handelt, dass es nicht immer einfach ist, all das zu bewältigen. Aber kann auch bedeuten, dass schicksalhaft Verbindungen hast zum Ausland oder ändert sich etwas an eurem Schicksal und den Weg führt zum Ausland oder den Weg führt
zum einen spirituellen Richtung. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter vermehrt etwas. Jupiter gibt Glück, Chancen, Möglichkeiten. Jupiter befindet sich in Skorpion. Im achten Lebensbereich. Das kann bedeuten, dass du Glück hast in einer erbschaftlichen Situation. Kann bedeuten, dass du Glück hast im Ämtern. Kann bedeuten, dass du Glück hast mit Investitionen. Aber Glück hast auch, wenn du mit deinen eigenen Größen bewusst bist. Dein inneren Sonne entdecken, weil das ist die Weisheit, was Jupiter auch vermittelt. Mars ist die Kraft und mit diesem Kraft setzt man etwas in Bewegung. Handelt oft um Bewegung, weil Mars ist astromedizinisch zum Beispiel zur Muskulatur und zur Blutbildung zugeordnet. Also kann auch um Autos handeln, kann auch mit Reisen im Zusammenhang gebracht werden oder Sport, Bewegung. Aber auch die Kraft, dich durchsetzen im Leben, dich behaupten im Leben, durchboxen im Leben oder dich zum Wehren, all das ist Mars. Mars bewegt sich im März im Tierkreiszeichen wieder. Das habe ich gar nicht erwähnt. Wir sind im Zeitraum März 2019. Also März 2019 bewegt sich Mars hier im Widder, hat mit deiner Persönlichkeit was zu tun, wie du dich behauptest gerade. Das ist auch männliche Energie, auch ein männliches Auftreten oder Sportbewegung. Venus ist der Planet, die Liebe, und zeigt auch die Partnerin oder die Beziehung. Aber Venus hat auch anderen Botschaften, wie zum Beispiel Kunst, Kreativität oder etwas zum Verschönern, und hat einen Einfluss auf Selbstständigkeit. Venus befindet sich im Steinbock. Das kann auslösen, dass du kreativ bist in die Arbeit oder kümmerst um die Selbstständigkeit. Kann auch bedeuten, dass mit deiner Partnerin was machst du beruflich. Merkur ist der Planet der Handlungen, aber hat einen Einfluss auch auf die Gespräche, Verträge, Termine. Merkur ist in Fischen und das bedeutet, hier handelt sich um die Geheimnisse. Das Wissen, Erkennen, die Ursache an etwas oder das Wissen, die Geheimnisse des Lebens. Kann auch bedeuten, dass du sollst schweigen, weil das ist eine gewisse Zurückhaltung. Kann auch bedeuten, dass jemand erzählt ihren oder seine Geheimnisse. In diesem Bereich sind auch geheime Feinde. Kann auch natürlich diese Merkurbewegung auslösen, dass jemand spricht über dich hinter deinem Rücken. Sonne ist die Lebenskraft. Und jeden Monat ändert sich die Sonnenposition und löst was aus in einzelnen Lebensbereichen, beleuchtet etwas. Und das sind immer die wichtigsten Monatsthemen. Die wichtigste Monatsthema ist, deine Hoffnungen nicht aufgeben, deine Träume leben, dann auch die Freundschaften pflegen oder genau hinschauen und überlegen, wer ist ehrlich zu dir, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen bezüglich auf Freundschaften. Eine Rückläufigkeit bedeutet, das ist gebremst, man hat das Gefühl, es ist alles so langsam, so zäh, hat aber einen Sinn.
weil wir sollen langsam tun oder noch etwas überprüfen oder noch etwas überlegen. Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit, karmischen Themen oder Themen von Vergangenheit. Kann auch auslösen, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. Ab 6. März, das ist jetzt vorbei, ist Merkur rückläufig. Die Mondpositionen. Ich erwähne Vollmond, Neumond und Halbmond. 28. März 2019 ist Halbmond in Skorpion. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond, die beiden Lichter, haben eine Spannung. Und diese Spannung fühlen wir. Das hat einen Einfluss auf unseren Alltag. Es sind Momente im Leben, aber das spüren wir. Unsicherheit, Nervosität, Spannung. Und das ist in Skorpion und das erlebst du entweder bei den Ämtern, würde ich auch keinen Termin ausmalen, oder du solltest was loslassen oder beenden und du möchtest aber was festhalten. Das kann Gewohnheiten sein, das kann Kontakten sein, das kann Gefühlen sein wie Angst. Kann auch Gegenstände sein, wo dein Gefühl sagt, jetzt entferne etwas aus dem Haus und du hängst aber dran, weil das sind Erinnerungen da oder Geschenk vor jemand, aber stolperst du andauernd an diesem Gegenstück. Und diese Festhalten, das ist dann das Thema, gerade in diesem Halbmond ist schwierig, dann sagen, okay, ich entferne das einfach. April 2019 Jupiter übergeht in die Tierkreiszeichen Schütze. Und hier zeigt Glück im Ausland, Glück im Auslandskontakte oder Weisheit, Wissen, die spirituelle Richtung. Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen. Monatsthema sind die Geheimnisse oder ein gewisser Rückzug. Merkur und Venus ist in Wassermann. Das sind Gespräche im Freundeskreis, Bekanntenkreis mit einer Frau oder Gespräche über Kunst, Kreativität. Und Mars befindet sich im Stier. Mars bedeutet hier, du setzt dich ein und es handelt sich um die Finanzen oder du behauptest dich und bekommst du Respekt und Anerkennung, Wertschätzung. Kann auch bedeuten, dass du Geld ausgibst etwas, was mit der Bewegung etwas zu tun hat, wie zum Beispiel Autokauf oder Reparatur oder Sport, meldest dich an in einen Sportverein und das kostet auch diese Anmeldung oder kaufst etwas, was den Sport betrifft. 11. April ist Jupiter rückläufig. Diese Rückläufigkeit der Jupiter bedeutet, dass du die Möglichkeiten, Chancen, so wie du das vorgestellt hast, ist noch gebremst. Oder
vielleicht die Nachdenklichkeit, nicht so schnell handeln, nichts übertreiben, da kommt noch was Besseres, macht es langsam. 25. April ist Pluto rückläufig, zeigt wieder die Vergangenheit, was muss noch aufräumen von Vergangenheit. 30. April ist Saturn rückläufig, Erinnerungen an die Vergangenheit. Hier handelt es sich um Schicksal und karmische Themen. 5. April ist Neumond in Fische. Ein Neumond bedeutet, dass für uns Mond ist unsichtbar. Warum? Weil Mond hat kein eigenes Licht, sondern Mond bekommt den Licht von der Sonne, und bei einem Neumond treffen sie die beiden, Sonne und Mond, bilden sich eine sogenannte Konjunktion, und die Sonne kann den Mond nicht beleuchten, weil sie treffen sich. Und für unsere Wahrnehmung ist in dem Moment unsichtbar, und das heißt für uns Rückzug. Rückzug, Meditation, Nachdenklichkeit, nach innen schauen, die Licht in unserem Inneren suchen und finden, damit wir etwas verinnerlichen können und so die Klarheit bekommen. Und dieser Neumond ist im Fischen, hier im Bereich Geheimnisse. Also das kann ein Thema sein, oder schlicht einfach brauchst du die Ruhe, die Erholung. 12. April ist Halbmond in Zwillingen, das ist wieder Spannung, Spannung mit Verwandten oder bei Schulungen oder in Medien. 19. April ist Vollmond im Waage. Vollmond bedeutet, da wird was beleuchtet. Und das sehen wir klar und deutlich, oder sollen wir das klar und deutlich sehen und erkennen. Im Waage heißt in Partnerschaft. Da kommen die Erkenntnisse. 26. April ist Halbmond im Steinbock, hier im Kronen des Baumes, und das heißt, entweder hast du das Gefühl, du bekommst zu wenig Anerkennung oder bist du übersehen, bekommst du zu wenig Respekt, oder kann bedeuten, dass du zweifelst an deiner Berufung oder bist auf die Suche oder Spannung in die Arbeit. Mai 2019. Jupiter kehrt zurück zum Skorpion. Sonne ist im Widder, das heißt, die Selbstdarstellung ist die Monatsthema, dich zu behaupten, dein Selbst ist wichtig. Mars ist im Stier noch, das ist das gleiche Thema wie im letzten Monat. Merkur und Venus sind in Fischen. Hier wieder die Geheimnisse, geheime Gespräche oder Schweigen. Thema ist die Liebe, Partnerschaft. Kann auch bedeuten, dass eine weibliche Person spricht hinter deinem Rücken, weil hier sind auch geheime Feinde. Und hier handelt es sich um die Liebe oder handelt sich um eine Frau, und bei Merkur-Energie um die Gespräche. Das heißt, über die Privatleben nichts erzählen, im Allgemeinen auch eher schweigen, und kann auch bedeuten, dass hier eine Frau da ist,
wo nicht gut gesinnt ist und lästert, kann sowas auch auslösen. 4. Mai ist Neumond im Widder, wieder ein gewisser Rückzug, Nachdenklichkeit über deine Persönlichkeit, über dein Auftreten, auch über Aussehen, was sollst du verändern, neue Haarschnitt oder andere Kleider, sowas kann das auch auslösen. 12. Mai ist Halbmond im Krebs, eine gewisse Spannung zu Hause oder eine Reparatur, eine kleinere Reparatur, kann auch bedeuten gewisse Spannung, Nervosität und das tut sich gut, wenn zu Hause bleibt und man sich ausruht. 18. Mai ist Vollmond im Waage wieder, beleuchten die Liebe, Partnerschaft oder gemeinsam was unternehmen, sich nach außen zeigen, präsentieren. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, das gleiche Thema, eine gewisse Spannung, was die Arbeit betrifft oder Unsicherheit, ob du das erreichst, was du erreichen möchtest oder das Gefühl, dass du zu wenig Anerkennung bekommst. Juni 2019. Sonne ist im Widder. Sonne ist im Stier. Sonne ist im Stier. Venus ist im Widder. Venus ist im Widder. Du achtest auf dein Aussehen, eine gepflegte Aussehen oder kaufst etwas Schönes, schöne Kleid zum Beispiel. Anzug. Genau. Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist Finanzen. Mit Merkur Einfluss kann bedeuten, auch Geschäfte zu machen, handeln oder Verträge unterschreiben, was mit den Finanzen was zusammenhängt. Und Mars ist in Zwillinge. Und das ist die Kraft, was du brauchst, gegen die Konkurrenten dich zu behaupten. Juni wird Neptun rückläufig und das bedeutet wieder Vergangenheit, auch Erinnerungen. Die Erinnerungen können auch etwas auslösen, was die künstlerische Begabung betrifft oder die Träume, Visionen zum Leben, nachdenklich zu sein, wie verwirklichst das alles. Und nicht zu schnell handeln, sondern etwas noch überprüfen, ist das richtig, ist das nicht. Oder die Träume verwirklichen, wovon du früher auch geträumt hast, wie zum Beispiel Kinderträume zu verwirklichen. Die Kinder haben auch Träume, sie spielen auch etwas. Oft spielen das, was sie später als Berufung leben sollen. Juni passiert etwas sehr Außergewöhnliches und Wichtiges. Saturn ist der Planet der Schicksal und Karma und rückläufig und das zeigt Vergangenheit, alten Themen oft karmischen Erinnerungen. Pluto ist auch rückläufig, wieder Vergangenheit, alten Themen, oft karmischen Themen. Und Ketu, dieser Drachenkörper, was auch die Vergangenheit symbolisiert, bewegt sich auch im Schütze. Und Juni passiert Folgendes. Dieser rückläufige Saturn, dieser rückläufige Pluto und Ketu, was auch die alten karmischen Erinnerungen hervorruft, diese bilden eine sogenannte Konjunktion und das heißt, sie treffen sich und wirken gemeinsam, sie vereinen sich und wirken gemeinsam und hier handelt es sich um Vergangenheit, um karmischen Themen.
und das im Schütze. Und das wirkt bei dir im Lebensbereich Ausland, Bildung und Spiritualität. Hier löst was aus. Dieser Ketu, dieser Drachenkörper, was die alte Karma symbolisiert, bewegt sich ganzes Jahr und auch Jahr 2020 im Schütze. Hier aktiviert Themen Ausland, Bildung, Spiritualität. Und der Drachenkopf, Rahu, das, wo man wir neue Lebenserfahrungen sammeln, dieser Drachenkopf bewegt sich ganzes Jahr und nächstes Jahr auch noch in Zwillinge. Und hier handelt sich auch um Bildung, handelt sich auch die Verbindung zum Verwandten, Nachbarn, handelt sich auch um Kontakte, vieles Neues entdecken in vertrauten Umgebung und wie behauptest dich bei Konkurrenten. 3. Juni ist Neumond im Stier. Nachdenklichkeit über die Finanzen. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, eine gewisse Spannung, das kann ein Kind auslösen oder die Erinnerungen an Kindheit oder ein gewisser Strenge, weil man neigt dazu, diese Lebensfreude nicht zulassen wollen. Und 17. Juni ist Vollmond im Skorpion. Dann ist es klar, was möchtest du loslassen, wovon möchtest du trennen, damit befreit zu sein, weil du brauchst Platz im Leben. Natürlich handelt sich hier auch um Angst loslassen oder um endliche Situation oder Erbschaft. 25. Juni ist Halbmond in Fische. Halbmond ist Spannung, Nervosität. Und das ist gut, ein gewisser Rückzug, die Ruhe bewahren, in Ruhe liegt auch die Kraft. Juli 2019 Sonne und Venus ist im Zwillingen, Monatsthema. Konkurrenz oder Verwandten. Das kann eine weibliche Person sein von Verwandtschaft, dass ihr Kontakt habt, aber bedeutet auch Konkurrenzkampf, ein gewisser Konkurrenzkampf. Und Venus bedeutet auch diplomatische Handlungen. Merkur und Mars ist im Krebs. Das kann bedeuten, dass du kraftlos fühlst und ziehst dich zurück und bleibst lieber zu Hause und lernst etwas oder liest du ein Buch. Kann auch bedeuten, dass etwas kaputt geht im Haus und kommt ein Handwerker und habt ihr einen Vertrag. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen. Ziehe dich zurück von Verwandten oder Konkurrenten oder überlegst, in welche Bildung, welches Wissen möchtest du vermitteln oder welches Wissen möchtest du aneignen. Hier ist ein gewisser Austausch. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, Spannung in die Arbeit. Wenn das im Gesundheit handelt, dann bleib in innerer Ruhe und Gleichgewicht. 16. Juli ist Vollmond, gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze, löst karmische Themen aus. Ein Mondfinsternis
hat immer mit Karma was zu tun. 25. Juli ist Halbmond im Fische, wieder eine gewisse Spannung. Dann ist gut Rückzug, die Ruhe bewahren, dich von allem ein bisschen aushalten. August 2019. Merkur ist in Zwillingen. Das kann bedeuten, dass du Gespräche hast mit Verwandten oder Nachbarn. Kann auch bedeuten, dass du ein Seminar besuchst oder du gibst ein Seminar oder Vorlesung. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Monatsthema ist die eigenen Zuhause. Da setzt du deine Kraft ein und ihr verschönert etwas zu Hause. Oder ihr genießt die Liebe und seid ihr eher im Rückzug und genießt euren gemeinsamen Zuhause. 12. August wird Jupiter direktläufig. Das heißt, wenn du ämtliche Themen hast oder gerichtlichen Themen. Jupiter hat auch mit Gerecht was zu tun, dann geht endlich was voran und natürlich mehr Chancen, mehr Möglichkeiten hast du. 12. August wird Uranus rückläufig, das wirkt hier auf dich persönlich und das bedeutet nicht zu schnell handeln, sondern überlege deine Schritte. Uranus neigt dazu auf plötzliche Handlungen. Und diese Rückläufigkeit zeigt eine gewisse Bremse. Bremst es eher ab. Gerade hier im Widder, wo so stürmisch vorangeht, ist besser, langsame Schritte zu tun. Langsame Schritte führen auch zum Ziel, weil das kann auslösen unüberlegte Handlungen, was du später bereust. Erster August ist Neumond im Krebs und das ist ein gewisser Rückzug oder Nachdenklichkeit über die wohnliche Situation. 7. August ist Halbmond im Waage, eine gewisse Spannung in die Partnerschaft oder Unsicherheit, wieder vielleicht sogar Verlustangst spürbar. 15. August ist Vollmond im Steinbock, das beleuchtet die Berufung, deine Ziele, bist du auch wahrgenommen, sichtbar, bekommst du Anerkennung. 23. August ist Halbmond im Widder, eine unsichere Auftreten. 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Hier handelt es sich um die Kinder, aber auch um die schöpferische Kraft. Auch die Lebensfreude wird von Regulus bestrahlt, dieser Neumond, nachdenklich zu sein. Und Regulus ist einer von den königlichen Sternen. Regulus ist der Stern auch für Könige und Herrscher und Herrscherhäuser. Regulus bedeutet die Herz der Löwen, ein Herzensangelegenheit. Und das ist die Liebe, das ist sehr, sehr spürbar. September 2019, Monatsthema ist hier in die Löwe. Die Kinder, die eigenen Kindheit, das innere Kind, die schöpferische Energie, das Kreative, das Leben schöpferisch gestalten oder das Leben genießen. Also Mars, Venus, Sonne, Merkur, alles fließt hier in diesem Lebensbereich.
19. September ist ein wichtiger Tag. Saturn, der Planet der Schicksal, war bis jetzt rückläufig und kann auch bedeuten, das hat etwas gebremst im Schicksal oder waren noch Themen von Vergangenheit. Ab 19. September ändert sich die Richtung, Saturn wird direktläufig und aktiviert hier Bereich Ausland, Bildung, die Prüfung des Lebens zu bestehen und spirituelle Themen. 6. September ist Halbmond in Skorpion, wieder Unsicherheit, was sollst du loslassen oder versuchst du etwas festzuhalten und dadurch entsteht eine innere Spannung oder Spannung mit Ämtern. 14. September ist Vollmond im Wassermann, das beleuchtet Themen, Hoffnungen, Wünsche und auch Freundschaften. 22. September ist Halbmond im Stier und das bedeutet in diesem Tag nichts einkaufen, nichts investieren, nichts unterschreiben, was mit Geld zu tun hat. 28. September ist Neumond im Löwe, ein gewisser Rückzug und auch mal die Lebensfreude, diese Zweisamkeit genießen oder die Zeit mit Kindern genießen. Also auf jeden Fall Nachdenklichkeit, Meditation und Rückzug. Oktober 2019. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Monatsthema ist die Arbeit oder den Alltag zu bewältigen, um die Gesundheit kümmern. Das sind auch Verbindungen auch mit männlichen oder weiblichen Personen oder mit deiner Ehefrau gemeinsam die Arbeit, diese Pflichten nachzugehen und mit Mars-Energie dich zu behaupten, in Einsatz zu sein. Und Merkur befindet sich im Waage. Das löst auch aus, entweder Gesprächen, was die Partnerschaft betrifft, oder Verträgen, weil die 7. Lebensbereich ist nicht nur die Ehe und Partnerschaft, sondern hier sind auch alle Art von Verträgen. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, Spannung im Ausland oder die Überlegung, soll ich nicht, betrifft Reisen, Auslandskontakte oder eine gewisse Prüfungsangst. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. Hier wird beleuchtet die Geheimnisse oder du erkennst die Wahrheit kommt ins Licht. 21. Oktober ist Halbmond im Zwillinge. Konkurrenz oder Verwandten sind die Spannung oder Spannung im Internet. 28. Oktober ist Neumond in Jungfrau, wieder die Nachdenklichkeit über die Arbeit und Gesundheit. November 2019. Mars ist in Jungfrau. Also bleibt im Jungfrau, das heißt die Arbeit, die Kraft einsetzen für die Arbeit. Sonne ist im Waage, Monatsthema ist die Partnerschaft. Und Merkur, Venus ist im Skorpion. Und das bedeutet, entweder Gesprächen, Terminen, Verträgen, was die Ämter betrifft
und auch ein Thema Leidenschaft, gerade bei Venus-Energie. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Ab 21. November dreht sich und wird direkt läufig. 28. November wird Neptun direkt läufig, gerade hier, wo um deine Träume, Wünsche und Hoffnungen steht. Und Neptun ist die Planet, auch die Träume, die Visionen. Und dann dreht sich die Richtung, es geht alles voran und du lebst deine Träume. 4. November ist Halbmond im Steinbock, löst aus, dass du das Gefühl hast, du bekommst zu wenig Anerkennung oder zweifelst an deinen Berufung oder eine gewisse Spannung im beruflichen Umfeld. 12. November ist Vollmond im Widder und das bedeutet, du verdrehst die Wahrheit oder machst du dich sichtbar. 19. November ist Halbmond im Krebs, eine gewisse Spannung zu Hause, kann auch eine Reparatur sein, löst auch sowas aus, auch aus, dass du müde und erschöpft fühlst und ziehst du dich zurück und bleibst lieber zu Hause. 26. November ist Neumond im Waage, entweder Rückzug mit deiner Ehefrau oder ein bisschen nachdenklicher, was könnt ihr verbessern in die Partnerschaft. Dezember 2019 Sonne ist in Skorpion, Monatsthema ist Wandlung, Erneuerungsprozesse, Ämter, das Loslassen. Mars und Merkur ist im Waage. Da zeigst du Kraft, hast du auch klaren Gesprächen, kann auch Verträgen bedeuten. Und Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Das kann auch eine schöne Reise sein oder Selbstständigkeit in spirituellen Richtung. 4. Dezember ist Halbmond in Wassermann und das bedeutet eine gewisse Spannung im Freundeskreis oder du zweifelst an deinen Träumen. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, Klarheit über Werten und Finanzen. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, Spannung mit Kindern, aber kann auch bedeuten, du möchtest die Lebensfreude genießen und du hast so viel Druck und Stress, dass du das gar nicht zulässt. 26. Dezember ist Neumond im Schütze, die Nachdenklichkeit, wohin geht die Reise. Januar 2020. Sonne, Merkur und Jupiter ist im Schütze. Also Jupiter übergeht im Schütze und bleibt ganzes Jahr hier. Und da sind die Möglichkeiten, Chancen, Bildung, Reisen, Spiritualität. Und Sonne und Merkur auch im Schütze. Gleichzeitig auch Monatsthema und bei Merkur-Energie auch das Wissen oder Kontakte im Ausland oder Fremdsprache. Mars ist im Skorpion.
Hier ist ein Mars-Wiederkehr, weil im Geburtshoroskop ist Mars auch hier. Und das ist deine männliche Kraft. Und Venus ist im Steinbock. Und das bedeutet Glück beruflich oder du hast eine schöne Arbeit. Kann auch bedeuten, dass du Kontakt hast zu einer weiblichen Person beruflich. Februar 2020. Mars bleibt im Skorpion. Jupiter bleibt auch im Schütze. Sonne ist im Steinbock. Das heißt, Monatsthema ist Erfolg, Anerkennung, Öffentlichkeit, Berufung. Und Merkur, Venus ist im Wassermann. Und das kann bedeuten Kontakte im Freundeskreis, Gespräche über Kunst, Kreativität oder Gespräche mit einer weiblichen Person. Oder deine Hoffnungen, deine Wünsche, deine Träume, was die Liebe betrifft, kann auch bedeuten, mit Merkur und Venus, dass du etwas Schönes schreiben möchtest, ein Buch veröffentlichen möchtest, das wie ein Kunstwerk und das entspricht deine Wünsche, deine Träume. März 2020, Saturn und Pluto übergehen in Steinbock, also Jupiter bleibt im Schütze und Saturn, Pluto ist im Steinbock und die bleiben längere Zeit hier und das trifft dein Erfolg, deine Anerkennung, deine Berufung und Sonne befindet sich im Wassermann, Merkur auch. Hier handelt es sich um Gespräche im Freundeskreis, ist auch Monatsthema oder was spricht dich an, was sind deine Wünsche, deine Hoffnungen, darüber nachdenken. Und Mars übergeht im Schütze. Und das heißt, du setzt deine Kraft ein für eine große Reise, das kann auch eine innere Reise sein. Und Venus ist im Widder. Und das zeigt einen gepflegten Aussehen. Also du achtest auf dein Auftreten, auf dein Aussehen. Lieber Amario, das war diese Jahreslegung. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.